Was erreicht man in die FC 24 oder FC Pointstack 126? Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal, Freunde. Wir gehen rein, wir haben einiges zu tun heute. Wir werden grinden zum Path to Glory Event. Am Samstag gab es schon die erste Folge zum Path to Glory Event. Da haben wir auch schon die ein oder andere Karte gezogen. Aber es gibt natürlich eine Menge zu tun und ich hoffe, dass wir heute eventuell die ein oder andere starke Karte ziehen können. Ansonsten läuft alles super. Ich habe schon mal 4 Inform-Picks vorbereitet. Hier oben ist auch noch der Tradable Schalai von Freiburg am Start, den ich verkaufen muss. Und ich habe hier die 40 Debinja, die ich für um die 35.000 Münzen gekauft habe. Die ist mittlerweile schon bei 42.000. Also das wird ein saftiger Gewinn. Ich werde die allerdings immer noch ein bisschen halten, weil bis jetzt gibt es auch ja, keinen Supply, was Team of the Season Karten angeht. Deswegen sind die aktuell immer weiter am Steigen. Kann gut sein, dass bald mal demnächst irgendwie eine SBC kommt, wo du ja ganz viele TOTS-Karten dir holen kannst. So eine unendlich wiederholbare TOTS-SBC könnte natürlich auch gut sein. Aber mit einer 95 ist sie trotzdem noch die günstigste 95, die du haben kannst. Deswegen sollte ich die auf jeden Fall auch erstmal noch behalten, meiner Meinung nach. Die Server scheinen heute mal wieder super zu laufen. Es gibt allerdings richtig viele coole neue SBCs. 5x85 plus kann man jetzt 3x täglich abschließen. Man muss dafür auch relativ viel abgeben, unter anderem auch einen Inform oder einen TOTS. Deswegen habe ich hier direkt mal 4 davon vorbereitet von den Inform-Picks. Das wird in nächster Zeit wahrscheinlich wieder ein bisschen wichtiger werden. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt hier noch das ein oder andere Pack am Start, unter anderem auch 10x83 plus Packs. Und nachdem wir es leider nicht zum Team of the Season geschafft haben, ein Team of the Season Vorschau-Pack zu ziehen, versuchen wir es einfach zur EM und Copa America Promo erneut in den nächsten Tagen und ziehen die Vorschau-Packs nach und nach und schauen mal, was hier so abgeht. Falls ihr euch wundert, warum ich so aussehe, ich war am Wochenende in Düsseldorf beim Gillette Labs Cup. Da wird auch noch in den nächsten Tagen so ein kleines Highlight-Video zu kommen. Dann werdet ihr den Kontext auch verstehen, falls ihr euch wundert. Es ist sehr ungewohnt. Es ist sehr ungewohnt. Wir ballern jetzt erstmal hier die paar Packs weg und ich würde sagen, wir sehen uns zu den 10x83 Plus Packs wieder, weil die werden wahrscheinlich besser sein und die sind sowieso nicht wirklich das Ganze wert. So, wir gehen rein. 3 10x83 Plus Packs. Da kann man schon mal lacken. Also, da kann man schon mal die ein oder andere ganz gute Karte ziehen. Wir fangen an mit einem Luka Modric, ist allerdings der einzige Walkout in diesem Pack. Das ist es wohl eher nicht und auch das einzige Duplikat. Wir haben aber, wie ich schon angesprochen habe, sehr viele SBCs zu erledigen, die ich gerne ziehen würde. Wir haben das 5x85 plus 3x. Wir haben das 7x84 plus, was man ziehen kann. Mit Argentinien, Frankreich, Niederlande, England oder Brasilien. Interessanter Mix und ja, das war es auch schon. Aber die Packs werde ich auf jeden Fall alle abschließen. Da bietet sich aber jetzt erstmal das 5x85 Plus Upgrade an, um da den Luka Modric reinzupacken. Und dafür habe ich auch die ganzen Inform-Picks vorbereitet. Sollte ich in nächster Zeit definitiv wieder öfter machen. So, erstes 5x85 Plus ist abgeschlossen. Da kann man safe mal ab und zu ordentlich lacken. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich habe auch schon gesehen, dass der ein oder andere von euch da aus ja, den ganzen Promo-Packs schon richtig nice Stuff gezogen hat. Also mit Promo-Packs meine ich so SBC-Packs und so. Haben ein paar von euch mir schon auf Insta geschickt. Der ein oder andere richtig gute Spieler wurde nach Hause gebracht und ich hoffe, dass ich da auch lacke, weil ich habe unnormal Bock zur ganzen Path to Glory Promo und so weiter, einfach neue Karten zu testen. Es gibt so heftige Karten und wir ziehen den ersten Path to Glory des Tages. Deutschland, ZDM, Bayern, München, das ist ein Joshua Kimmich. Aber dahinter ist noch eine Karte namens... Oha, der ist nice. Dani Olmo. 92 Tempo, 93 Schießen, 95 Passen, 98 Dribbling. Der sieht crazy nice aus. Feier ich mega. Krass, hat der nicht sogar 5-Star Skills? Ich glaube, das ist ein richtig guter Pull. Okay, 4-Star, 4-Star. Die Playstyles gefallen mir allerdings sehr, sehr gut. Dribbling ist unfassbar stark. Also an sich sieht der eigentlich super, super spielbar aus. Und der kostet sogar 180k. Das ist ganz nice. Also mit dem bin ich richtig zufrieden.
Die erste richtig starke Karte für mich aus dem Path to Glory Event, muss man sagen. Weil am Freitag habe ich ja auch schon richtig viel geöffnet. Hatte da 5 Karten, aber davon war eigentlich keine so richtig was wert, muss man zugeben. Von daher, super Sache und Lucy Bronze wandert hier rein ins nächste 5x85 Plus. Bei mir ist gerade Sonntagabend 18 Uhr, also ich werde auf jeden Fall auch noch den 19 Uhr Content mitnehmen. Eventuell gibt es mal wieder einen neuen Icon-Pick, wird auf jeden Fall Zeit. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, let's go. Nächstes 5x85 Plus Pack ist abgeschlossen. Wir haben jetzt zwar noch keins davon gezogen, aber ich mache mir da Hoffnung. Ich hätte unnormal Bock auf so einen Michael Ballack als Icon. Irgend so eine Icon würde ich sehr, sehr feiern. Das wäre richtig cool. Die Icons, die jetzt rausgekommen sind, sind auch endlich mal wieder Icons, über die man sich freuen kann, weil diese ganzen Food Birthday Karten sind halt einfach komplett outdated mittlerweile. Deswegen rein da. Gib mir der Icon, EA. Wir ziehen jetzt erstmal den guten Bernardo Silva. Es ist der einzige Walkout. Mann, das letzte Pack war so gut und jetzt ist leider nur Bernardo drin. So, letztes 5x85 Plus des Tages ist damit auch erledigt. Mal schauen, ob sich die lohnen auf lange Zeit, auf lange Sicht. Ich bin gespannt. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das 7x84 Plus. Ich lasse es aber mal noch offen, weil, ja, wenn ich ein Duplikat gleich ziehe, dann kann ich das einfach da reinpacken. Und eventuell werden wir auch gleich noch ein paar Player-Picks ziehen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein in die 5x85 Plus Pack-Session. Ich bin gespannt. Vamos, rein in Pack Nummer 1. Falsch gedacht. Wir müssen noch die Duplikate wieder dem Verein hinzufügen. Shop wird aktualisiert. 5x85 Plus. Vamos. Okay. Pack Nummer 1 ist schon bei keiner Spezialkarte. Aber kann man jetzt auch nicht aus jedem erwarten, ne? Ødegaard. Und dahinter ist noch einer. Ja, kann man dann auch nutzen für Tauschvorgänge. Und dann nochmal daraus ein paar Goldkarten ziehen. Um dann nochmal ein paar Player-Picks zu ballern, weil ich habe auch gehört, dass die Player-Picks bei einigen Leuten irgendwie seit einem Tag ganz gut sein sollen. Ob das dann wirklich der Fall ist, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne auch nochmal testen. So, Shop wird aktualisiert, wir gehen rein. Ich bin auch richtig hyped auf die Weekend League, weil ich bin richtig gespannt auf die Weekend League Rewards, wie die so werden. Ultimate Tots-Karten sind immer noch am Start. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Wunschkarten offen, die ich ganz gerne ziehen würde. Vor allem Rafael Leao, sage ich euch ehrlich. Die ganzen Karten sind auch teilweise crazy gedroppt. Also ich könnte mir teilweise auch die ein oder andere Karte kaufen, aber ja, ziehen macht dann immer noch ein bisschen mehr Spaß. Und wir ziehen einfach Kimmich aus dem Pack, wofür ich Kimmich abgegeben habe. Also hier ist mal wieder irgendwas im Busch. Also das ist ja ganz, ganz wild. Aber dazu sage ich nicht nein. So, nochmal neues 27-Spieler-Pack gemacht. Und jetzt ziehe ich hier immer nochmal Digga, da war wieder ein Deutscher drin. Schüller. Ich dachte schon Kimmich wieder, das wäre krass gewesen. Aber das hat sich gut gelohnt. Auf jeden Fall einige Goldkarten nach Hause geholt. Und damit gehen wir jetzt endlich rein in Pack Nummer 2, 5x85 Plus. Und aus dem 7x84 Plus Top-Spieler-Pack oder Top-Nation-Pack, wie das genannt ist, da bin ich auch sehr gespannt. 5x85 Plus Nummer 2, auch keine Path to Glory. Frankreich, Innenverteidiger Renard. Komm, gib mir noch eine zweite. Muss. Also aus diesen 5x85 Plus Packs ist ein Double Walkout wirklich ein Must-have, muss man sagen. Bruno noch, okay. Die besten Ratings sind nicht am Start, aber 4 von 5 sind Walkout. Oh, alles klar, wir ziehen einen Path to Glory aus einem Tauschvorgang. Köktü ist es, glaube ich. Überragend. Nice Karte, paar ganz stabile Stats. Ich bin gespannt, was die Türkei bei der Europameisterschaft so abreißt. Aber Forster Skills, 5-Star Weakfoot. Ich glaube, er kostet wahrscheinlich eher nicht ganz so viel. Aber trotzdem, aus so einem Pack, Bruder, 11 Spieler-Pack und ich ziehe einfach eine Path to Glory-Karte. Das ist übertrieben gut, wirklich. 27 Spieler-Pack, was ziehen wir daraus? Wirklich, macht eure Tauschvorgänge-Packs. Es ist einfach jedes Mal worth it. Super nice. Koke mit einer 84, solide. Solide. Und damit gehen wir rein ins letzte 5x85 Plus. Also aus einem erwarte ich schon jetzt einen Path to Glory. Und da ist auch einer drin. Jamaika. Okay, das sind zwei, ne? Okay. Antonio 92 und
Endoje 92. Ja, okay. Das sind jetzt zwei Karten, die jetzt nicht unbedingt der Mega-Brecher sind, aber trotzdem ziemlich nice. Was mache ich mit einer 92er Antonio-Karte? SBC-technisch gibt's ja gerade eigentlich bei den Upgrades nicht unbedingt was, was ich abschließen will mit so einer hohen Karte. Der Joe Gomez, der sieht unfassbar aus. Wirklich unfassbar gut. Könnte ich eigentlich machen, aber ich habe im Team keinerlei Premier League Karten, oder? Doch. Es würde tatsächlich sogar ziemlich gut passen, ne? Wir haben, ja, den ein oder anderen Engländer mittlerweile am Start. Kai Havertz, haben wir auch am Start. Wir brauchen aber auch ein paar Icons. Wenn wir da einen Joe Gomez reinmachen, weiß ich gar nicht, wie es da chemietechnisch aussieht. Aber so schlecht würde das nicht passen. Ich finde, die Karte sieht wirklich extrem, extrem stark aus. 93 Tempo. Ja, chemietechnisch passt das halt eher geht so, muss man dazu sagen. Wobei der Leon Jensen eigentlich auch noch rauskommt, ehrlicherweise. Es tut mir leid, mein Bester. Und eventuell kriegt man da mit dem Manager noch was hin? Eher nicht, ne? Irene wird da auch komplett auseinandergenommen, leider. Fekir, schwierig. Ich würde ihn eigentlich trotzdem ganz gerne machen. Er sieht super, super gut aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Soll ich den Gomez abschließen? Soll ich erstmal noch ein bisschen warten? Ich habe gehört, dass in den nächsten Tagen auch unfassbare SBCs noch kommen sollen. Deswegen bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher, ob ich den Gomez mitnehmen soll oder nicht. Und deswegen packe ich den Antonio jetzt in ein 89er. Duplikat ist zwar ein bisschen wasted, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man wird in nächster Zeit sowieso sehr viele von diesen High-Rated-Karten ziehen. Von daher ist es jetzt auch nicht super schlimm. Dann nehmen wir hier nochmal die Gold-Karten mit für die Player-Picks und dann passt das auf jeden Fall gleich ganz gut. Und wir haben ja gleich sogar nochmal ein weiteres Pack, wo wir gute Karten ziehen können. Und natürlich haben wir hier auch noch ein 10 und ein 30-Münzen-Pack. Das darf man natürlich nicht vergessen, das ist ja mehr oder weniger geschenkt. Dementsprechend, das 10-Münzen-Pack ist halt nie sonderlich gut, aber ich glaube beim 30-Münzen-Pack, was war das nochmal? Okay, einfach nur 10 Gold-Profis. Egal, für 30 Münzen sagt man da nicht nein, ist allerdings nichts drin. Aber ist okay. Nehme ich trotzdem gerne. Fast hätte ich es vergessen. Wir haben auch noch Squad Battle Rewards. Die werden jetzt nicht super krass sein, aber ganz in Ordnung mit Sicherheit. Was ist es geworden? Gold 2. Ja, dafür bekommen wir 7000 Münzen und das ein oder andere Spielerpack plus 600 Erfahrungspunkte, was natürlich auch immer ganz gut ist, um ja in der Saison so schnell es geht nach vorne zu kommen. Es gibt ja auch sogar noch den Cup. Es gibt super, super viel. Also ich bin da auf jeden Fall in nächster Zeit wieder absolut beschäftigt, da richtig viel zu erspielen. Man muss einfach sagen, FC24, entweder man steckt Geld rein oder man steckt Zeit rein und im besten Fall macht man es halt mit der Zeit auf jeden Fall, weil ich finde, man konnte noch nie ein so gutes RTG-Team aufbauen wie dieses Jahr. Man bekommt die ganze Zeit Futter hinterhergeworfen, hat da wirklich unfassbar viele Möglichkeiten und das macht mir dieses Jahr wirklich sehr viel Spaß. Also, was wir dieses Jahr schon alles gezogen haben, ist krass. Und jetzt gehen wir rein in die 290er Max Tots Packs. Also, die werden auch nicht gut sein. Es sind ja auch immer dieselben Karten, da gibt es ja auch keine so große Auswahl. Walker Peters zum Beispiel. Ich werde die, glaube ich, in Zukunft auch nicht mehr für den roten Player-Pick verwenden, sondern als Futter verwenden, weil wenn man weiterhin noch Trotzkarten in nächster Zeit braucht für SBCs, dann ist das halt wirklich das Einfachste. Und der rote Player-Pick ist es halt auch nicht einfach, auch einfach nicht. Und dann gehen wir rein. 7x84 plus Top-Länder-Pack. Oh, Bruder, das ist nicht euer Ernst. Wir ziehen N'Golo Kanté und noch einen Walkout, aber keine Path to Glory. Das ist bitter. Das Pack war es leider nicht. Ich würde sagen, ich bereite noch mal ein paar Player-Picks vor. So, Freunde, bei mir ist jetzt mittlerweile 19 Uhr am Sonntagabend und es kamen noch mal richtig krasse SBCs raus. Es wird in nächster Zeit so krachen, wirklich. Es kam ein 96er Crespo mit crazy Stats. Wirklich, der sieht auch richtig gut aus. 90 plus Icon-Pick ist absolut lächerlich. Er kostet weniger als vorher, das ist gut, aber
gerade 90 plus ist halt ein Witz. Vorher war 89 plus und jetzt 90 plus und es gibt zwei Icons, die 89er Rating hatten bei Future Stars Icon. Alle anderen Karten haben eh 90 plus, also das ist schon ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir noch den guten alten Barcola, glaube ich. Der sieht auch wirklich, wirklich nice aus. 5 the Skills Force the Weak Foot. Und das ist eine Path to Glory Karte für Frankreich. Frankreich wird mit Sicherheit einigermaßen weit kommen. Also ich glaube, den muss ich fast schon abschließen. Der sieht wirklich, wirklich gut aus. Vor allem ist er halt, wie gesagt, günstig. 180.000 Münzen muss man für den hinlegen. Dementsprechend, wir gehen rein in 50 Player Picks, die ich vorbereitet habe, um einfach auch nochmal den Verein wieder aufzufüllen mit 81er, 82er, 83er, 84er und 85er Karten. Gerne auch mit dem ein oder anderen Walkout und umso lieber natürlich auch noch mit der ein oder anderen Spezialkarte. Eventuell eine Icon, eventuell ein Hero. Wir werden dann auch gleich nochmal eine kleine Runde an 5x85 Plus Packs ballern und dann geht's endlich rein in die Weekend League. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich denke, dass ich den Barcola vielleicht sogar direkt abschließen werde. Dann haben wir ja so eine kleine Connection zwischen Barcola und Ginola aus der französischen Liga. Das passt eigentlich ziemlich gut. Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Wir werden jetzt hier erstmal die Player Picks durchballern und dann mache ich mir da Gedanken. Es ist halt wirklich krass, dass ich zum Beispiel Ginola vor nicht mal einer Woche entwickelt habe. Seine Evo. Der hat jetzt eine 94. Und jetzt kommen halt wirklich am laufenden Band Karten raus, die eigentlich sogar fast schon wieder besser sind als Ginola. Selbst die Ultimate Tots Best of Karten sind teilweise jetzt schon outdated. Es geht wirklich unfassbar schnell. Alleine diese Playstyles, die dieses Jahr dazugekommen sind, sorgen dafür, dass Karten aus älteren Promos extrem schnell outdated sind. Und teilweise haben die Path to Glory Karten ja 4 Playstyles, glaube ich. Oder ist das überhaupt so? Oder war das bei den Icons so? Es gibt auf jeden Fall ein paar Karten mit 4 Playstyles, glaube ich. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Aber egal, Freunde. Wir geben jetzt Gas über die Player Picks. Ich will noch den ein oder anderen guten Spieler nach Hause holen. Ich habe es heute am Anfang des Videos erwähnt. Ich will unbedingt die ein oder andere nice Karte mal testen. So eine Icon oder so ein Hero wäre natürlich ziemlich cool. Gerne auch irgendeine spannende Path to Glory Karte. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit auch die ein oder andere SBC mitnehmen, weil da wird so heftiger Stuff rauskommen, dass das wird crazy. Also da kann man sich wirklich schon wieder nicht entscheiden, was man abschließen will. Wirklich, wirklich heftig. Ich habe nochmal 3 Inform-Packs natürlich vorbereitet, um die 5x85 Plus Packs mitzunehmen. Es kam noch eine neue Evo. Muss ich gleich mal schauen, ob ich da irgendwas Passendes im Verein habe. Ich habe eben schon was auf Twitter gesehen mit dem Bissek Inform. Den hatte ich ja eben sogar im Player-Pick. Habe ich dann abgegeben oder nicht genommen. Irgendwie so. Ja, dumm gelaufen, aber man hätte dafür auch noch den entscheidenden Pass-Evo-Ding gebraucht. Und den habe ich ja für Ginola abgegeben, also hätte ich dem seine Evo eh nicht machen können. Aber der hätte dann auch einfach 99 Physis gehabt und vieles, vieles mehr. Aber ist nicht so wild, dass wir den verpasst haben. Innenverteidiger haben wir sowieso meiner Meinung nach mehr als genug. Deshalb, ja, es ist nicht so schlimm. Schlimm ist eher, dass wir hier schon wieder, ja, ein paar Picks auf eine Path-to-Glory-Karte warten. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich auch 50 gemacht, kann das sein? Und hatte keine einzige Path-to-Glory-Karten. Was ist dieses Jahr mit den Player-Picks los? Erzählt's mir, Freunde, wirklich. Also Player-Picks sind nicht wirklich gut. Was Path-to-Glory-Karten angeht. So, für Futter und so ist es eigentlich immer sinnvoll, hier und da mal ein paar Player-Picks zu machen, um einfach auch wieder den Verein zu füllen mit Futterkarten. Dafür auf jeden Fall. Aber, ja, so Packluck-technisch bin ich da dieses Jahr echt ein bisschen enttäuscht von den Player-Picks, muss ich zugeben. Also, da würde ich mir zumindest aus 50 Picks mal 1-2 Karten wünschen und wenn es die schlechtesten sind, wirklich, also das kann doch nicht sein. Wir sind jetzt hier schon wieder auf der letzten Seite, ob es noch klappt, ich weiß ja nicht, aber wir haben gleich auch nochmal 5 85 Plus Packs und eventuell werde ich auch mal wieder einen Icon Pick machen. Haben wir ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig gemacht. Könnte man mal wieder machen, Freunde. Könnte man mal wieder machen. Vorletzter Pick bringt nochmal Schoboslei und im letzten bekommen wir den guten
Grealish. So, 3 5x85 Plus Packs sind abgeschlossen. Da geht definitiv was. Und die Karten, die wir daraus ziehen, ich werde einen Icon Pick machen. Ich muss es mal wieder probieren. Wir haben jetzt 18 Packs am Start, noch aus den Tagesspielen. Und so ein paar Objectives habe ich eben nochmal gemacht. Die werde ich jetzt alle wegziehen. Falls was drin ist, dann sehen wir uns. Und wenn nicht, dann sehen wir uns zu den 5x85 Plus Packs wieder, Freunde. So, alle Packs sind weggezogen. Es war wirklich absolut gar nichts drin. Aber jetzt haben wir 5x85 Plus Packs am Start. Beziehungsweise 3x5x85 Plus. Wir starten rein mit Bernardo Silva und mit Path to Glory. Wen hätte ich gerne? Ich weiß es nicht. Ist das einer, den ich gerne hätte? Ich glaube nicht. Nee. Ndoye? Nein. Nein. Muss ich euch enttäuschen. Grüße gehen trotzdem raus an meine Schweizer Abonnenten. So, teuerster SBC des Icon Picks ist schon mal erledigt. Freunde, ich weiß, ich sollte die Icon Picks fast nicht mehr machen, aber es macht einfach auch Spaß, die zu öffnen. Aber in erster Linie sollte man wirklich eher auf Spieler-SBCs gehen, weil da bekommst du garantiert für einen guten Preis eine gute Karte. Der Barcola, der sieht super, super stark aus. Und es gibt auch viele weitere Karten, die crazy nice sind, die man auch eher machen sollte. Aber ihr kennt mich. Nächstes Pack, keine Path to Glory Karte. Spanien Innenverteidiger, Irene Paredes, wer sonst, ich wollte gerade sagen. Und dazu bekommen wir noch Robert Lewandowski mit einer stabilen 90er Karte. So, SBC Nummer 2 ist damit auch erledigt vom Icon Pick. Einfach die Duplikate rein und easy. Und dann haben wir jetzt hier noch ein letztes 5x85 Plus Pack. Ich bin echt am überlegen, wann ich diese Debinha Tots Karten verkaufe. Ich bin jetzt schon bei einem echt sehr, sehr soliden Gewinn, aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Ich darf es wahrscheinlich nicht zu sehr ausreizen. Sobald so eine Tradable Tots SBC kommt, ist eigentlich schon Game Over, glaube ich. Aber die hat halt immerhin auch 95, ne? Ja, schauen wir mal. Letztes Pack leider auch keine Path to Glory Karte, wenigstens keine Duplikate. So, let's go. Der Icon Pick ist ready. 90 plus. Es kann natürlich auch sein, dass der allgemein einfach verbessert wurde von EA, weil man merkt schon bei manchen Player-Picks, dass die einfach so die Pack-Wahrscheinlichkeit auf die guten Karten dann auch gerne mal hoch oder noch lieber runterschrauben. Das passiert eher, aber vielleicht ist es ja heute mal soweit und wir ziehen eine richtig nice Icon. Vamos, wir gehen rein. Abfahrt. Da ist mal wieder die deutsche Nationalmannschaft. Ich war am Freitag im Stadion Deutschland-Griechenland. Es war noch nicht so überzeugend. Aber das wird schon, da mache ich mir keine Sorgen. Das wird schon. Und der Icon Pick wird jetzt auch gut. Spieler 1, 87 Physis, 95 verteidigen. Das ist krass, oder? Sagt's mir. Nee, das ist Nesta, ne? Ja, okay. 92er Nesta. 95 verteidigen war krass. Die restlichen Stats, naja. Spieler 2, 86 Physis, 86 Def, 86 Dribbling, 90 passen, 86 schießen. Basti. Schweinsteiger. Spieler Nummer 3. Och nein. Fandasa? Oh, Tschech, Junge. Es ist Tschech. Gut, dann gehe ich mit Nesta. Schade. Ein Versuch war es wert. So, Barcola 94. Den werde ich trotzdem auf jeden Fall mitnehmen. Sieht super stark aus. Kostet echt nicht super viel. Den machen wir und der kommt dann auch straight ins Team. Für die 10 Weekend League Spiele, die wir jetzt noch ballern. Also wir haben echt noch ein bisschen was zu tun heute. So, die 88er SBC ist damit schon mal abgehakt. Barcola, super Karte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen, ja, das ist ein No-Brainer. Den musst du mitnehmen. Gerade Frankreich als Nation, die werden doch safe weit kommen, oder nicht? Also der wird auf jeden Fall noch ein paar sehr, sehr gute Upgrades bekommen. Und dann ist das eine super nice Karte für einen richtig guten Preis. Habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich muss mich auch noch entscheiden. Oh, 2 Walkouts, krass. Ich muss mich auch noch entscheiden, wen ich von diesen Academy-Karten entwickle. Da gibt es nämlich auch ein paar richtig nice Optionen. Wirklich, also was ich da teilweise gesehen habe, Wahnsinn. So, da ist das Ding. Ich gebe jetzt den Nesta, den wir gerade gezogen haben, ab und den Ndoye. Und dann ist es erledigt. Radley Barcola mit 5-Star Skills und 4-Star Weakfoot. Ich glaube, die Karten können ja sogar noch 5-Star, 5-Star bekommen, je nachdem, für was sich EA entscheidet. Und ich hoffe mal stark, dass sie sich bei dem dann am Ende für die 5-Star Weakfoot entscheiden. Sollte Frankreich soweit kommen, schauen wir einfach mal.
was passiert. Ich freue mich unfassbar auf die EM. Aber die Playstyles sind halt auch wirklich sehr, sehr cool. Okay, die müssen ins Finale kommen, damit der 5-Star 5-Star bekommt. Ist natürlich nicht ganz einfach. Unrealistisch ist es aber auch nicht. Und damit gehen wir rein in die nächste Weekend League. Die ersten 10 Spiele werden bestritten. Und hier muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen was umgebastelt werden. Das Krasse ist, wenn ich Chinola reinmache, geht die Chemie runter. Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Also ein Hero. Und Barcola bringt Plus. Ja, okay. Aber, okay, sie hatte ich noch wegen Christensen am Start. Nu Mensch kommt rein und dann sieht das ganz gut aus. So würde ich das spielen. Barcola ist, glaube ich, wieder... Nee, das ist ein Rechtsfuß. Okay, das ist sehr, sehr nice. Endlich mal wieder ein Rechtsfuß. Den kann ich dann über links außen spielen. Gefällt mir so sehr, sehr gut. Das testen wir jetzt. Let's go. Wir gehen rein in Spiel Nummer 1. Ich bin heute sehr gespannt, was wir so für Teams sehen werden. Undav auch eine coole Karte. Und er hat direkt so eine, ja, so eine Pro Champions Evo hinten drin. Als erster Gegner, da freue ich mich ja riesig, wirklich. Gegner mit dem 1:0. Ja, nee, das Matchmaking gefällt mir hier nicht in Spiel 1. Starkes Ding. Barcola 1:1. Gegner moved echt immer ziemlich gefährlich gut den Keeper. Let's go. Kai Havertz vor der Halbzeit mit dem 2:1. Geht doch. Oh ja, das gefällt mir. Chinola 3:1. Okay, okay. Okay, wir sind drin. Barcola, let's go. Er setzt sich durch. Ey, das ist so eine nice Karte. Der macht unnormal Bock. Kann ich euch jetzt schon ans Herz legen. Also, das ist eine wahnsinnige Maschine. Es gab ja mal diese eine Evo, als alle Malen gemacht haben. Aber ein paar Leute auch sich für Barcola entschieden haben. Und diese Karte war damals schon so, so heftig. Das war diese verbuggte Evo. Und jetzt mal, ja, auch so eine 94er Barcola-Karte zu haben, finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde auch seinen Namen einfach unfassbar cool. Barcola. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Barcola. Aber ich sage natürlich auf richtig Deutsch. Barcola. Weiter geht's. Spiel Nummer 2. Solide. Solide. Freunde, der Gegner wird quitten. Er wird quitten. Ich habe angegriffen und ich bin mir sicher, er wird quitten. Er wollte bei 0-0 quitten, der Kleine. Ah, schön. Noch das 1-0 gemacht. Ich habe sofort gemerkt. Der will bei 0-0 quitten. Als ich im Angriff war und ihn gut hops genommen habe, war es ihm schon zu viel. Ey, das kann nicht wahr sein. Zum Glück habe ich das Tor noch gemacht. Vamos, nächstes Spiel. Boah, das ist ein crazy gutes Team. Dazu noch Fekir. Da weiß er auch direkt Bescheid. Und natürlich wieder Fokuswappen. Ein schöner deutscher Öler. Stark gespielt. Barcola 1:0. Oh, der Gegner kriegt seinen eigenen Mann um. Barcola spielt das super auf Chinola. Gefällt mir richtig gut gerade mit Barcola. Wirklich, war die absolut richtige Entscheidung, den gemacht zu haben. Nächster Rage Quit nach 1:0, oder? Oder war das? Habe ich schon 2:0 geführt? Ja, 2:0. Spiel Nummer 4 in kürzester Zeit sogar. Also, das geht heute richtig, richtig schnell. Das Team sieht aber sehr, sehr krass aus. Vor allem mit den Leihkarten. Chinola 1:0. Ah, der ist schon gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Also klar, es kommen die ganze Zeit brutale Karten aktuell raus. Aber der Chinola, ja, der ist immer noch spielbar, ne? Chinola macht er gut. Macht er richtig gut sogar. 2:0. Ja, Barcola, schönes Ding. 3:0. Der finisht auch wirklich ziemlich viel, der Mann. 3:0. Rage Quit. Wir stehen 4:0. Weiter geht's. Spiel Nummer 5 damit. Okay, da ist die ein oder andere Path of the Glory Karte am Start. Und der Didier Drogba. Unfassbar, dass der wieder eine Karte bekommen hat. Wirklich, der 94er war schon unglaublich gut. Und jetzt hat er jetzt sogar noch eine 95 bekommen. Aber ich finde ihn auch ziemlich teuer für den jetzigen Zeitpunkt, muss ich sagen. Barcola, Palmer 1:0. Zico auf Chinola. Der macht das überragend. 2:0. Noch nicht mal 5 Minuten. Top. Barcola macht der ja auch richtig gut. Chinola, der muss rein. Der muss eigentlich rein. Oh, schlimmer Fehler des Gegners. Foden. Barcola. 3:0. Pause wird angemeldet. Das war auch einfach gut gemacht. Ja, das ist der nächste Rage Quit. Wir stehen 5:0. So kann es gerne weitergehen. Spiel Nummer 6. Ich kann immer noch nicht glauben, wie günstig der Barcola ist. Das ist so eine 10 von 10 SBC. Wirklich. Der hat doch auch 99 Tempo, ne? 99 Tempo plus
Raserei Playstyle, wenn der so heißt. Wahnsinn, wirklich, macht Bock. Shinola in die Mitte, das Ding, und da steht Du Mensch mit dem 1:0. Ah, schade. Die Halbzeit war quasi schon am Start. Er macht noch das 1:1. Mann. Ach Bruder, das kann nicht wahr sein. Gegner macht 2 Tore mit 2 Schüssen. Ah, schwierig. Perfekt. Das ist so bitter. Es ist so bitter, weil es einfach unverdient ist. Okay, keine Ahnung, wie der gerade reingeflogen ist, aber nehme ich. Lacazette, und es steht 3:3 in Minuten. Junge, Tschech, du bist wirklich... Oh Mann, Alter, bin ich schon wieder sauer. Es ist einfach krass manchmal. Wieder mal ein Spiel, wo du absolut nichts dafür kannst, dass du hier 5 Buletten bekommst, wirklich. Freunde, ich wollte euch hier mal noch kurz zeigen, dass Evolutions in FC 24 eins der besten Sachen ist, was es ja dieses Jahr gab, aber auch eins der schlechtesten. Ich habe diesen Sildilia Winter Wildcard seit Januar. Ich kann ihn nicht mal in die neue 125k teure Evo packen, weil er immer zu viele Spielstile hat. Es ist so schlecht, wirklich. Auch mein Tell ist immer noch auf einer 88, also weiß ich nicht. Ich finde, da muss EA fürs nächste Jahr wirklich noch sehr, sehr viel dran arbeiten, um das Ganze nochmal so ein bisschen cooler zu machen. Bring von mir aus jeden Monat eine SBC oder besser gesagt eine Evo, wo du einen Spieler um +1 pushen kannst. Dann hätte ich meinen Tell einfach jeden Monat um +1 pushen können und hätte mich jeden Monat ein bisschen gefreut, aber so freue ich mich einmal alle 5 Jahre. Das kann es doch irgendwo nicht sein. Aber jetzt zocken wir erstmal die Weekend League zu Ende. Wir haben noch 4 Spiele vor uns und das sieht auch wieder extrem gefährlich aus. Let's go, Palmer mal wieder mit einem schönen Finesse-Shot. Und der hat jetzt auch seinen eigenen Jubel bekommen, finde ich sehr, sehr cool. Ah, direkt wieder das 1:1. Boah, stark, richtig stark von Havertz. Ja, das sieht sehr gut aus. Bakula, 3:1, Gegner meldet die Pause an und damit holen wir uns den nächsten Sieg und stehen 6:1. Weiter geht's. 8:2 ist heute wieder so mein Ziel, würde ich sagen. Wieder ein gutes Team, auch Bakula, das erste Mal, glaube ich, beim Gegner am Start. Sieht sehr, sehr gut aus, das Team, vor allem dann noch mit Leao. Nicht schlecht. Boah, sauber. Kai Havertz endlich mal wieder mit einem Kopfballtor. Als ich den die erste Woche hatte, habe ich das andauernd mit dem geschafft und seitdem irgendwie unnormal selten nur noch. Endlich mal wieder. Barcola, der ist so schnell. Du kannst den nicht aufhalten und dass das kein Tor war, ist der Wahnsinn. Barcola schnappt sich den Ball. Der Ball geht rüber zu Ginola. 2:0. Barcola, must have SBC. Jeder da draußen, der den nicht abgeschlossen habt, ihr verpasst was. Ihr müsst den machen, wirklich. Vorletztes Game für heute. Ich muss absolut los. Aber absolut. Ja, kurz seine Stats gecheckt. Beziehungsweise mal sein Gamertag gegoogelt. Das reicht mir schon. Also der Mann ist, ist safe E-Sportler oder so. 1:0 für den Gegner. Freunde, wir sehen uns im nächsten Game. Der Typ meint jetzt hier schon so provozieren zu müssen und so, habe ich gar keinen Bock drauf. Wir gehen rein ins nächste. Es ist bald Mitte Juli, brauche ich mir nicht geben. So, wir gehen rein ins letzte Spiel des Tages. 8:2 will ich jetzt schon holen. 8:2 wäre mir echt wichtig. Abfahrt. Direkt das 1:0 für den Gegner, klar. Let's go. Vor der Halbzeit, wichtig, 1:1. Barcola, Foden. Der Gegner hat auch Tschech im Tor. Es ist aber dieses Jahr auch gefühlt egal, wen du im Kasten hast, wirklich. Also es gibt auch einfach keinen perfekten Torhüter. Let's go. Wichtiger Treffer. Phil Foden, 3:1. Gegner meldet auch die Pause an. Das sollte... durch sein, so ist es. Wir gewinnen das letzte Spiel mit 3:1 und stehen damit nach 10 Spielen 8:2. Damit kann ich absolut leben, das ist vollkommen in Ordnung. Gegen den einen Spieler hatte ich wirklich keine Chance. Das andere Game, das muss man eigentlich gewinnen. Aber gut, hat auf jeden Fall trotzdem Bock gemacht. Barcola auf die 1, super Spieler. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Passt gut aus, ciao und ciao.